Aber lauf nicht so weit weg. Habt ihr gehört? Wir müssen bald zurück. Schau mal, was ich gefunden habe. Voll weiter. Die Menschen damals haben nicht gefunden, was sie im Wald gefunden. Später haben sie sich auch selbst gebaut. Aber da mussten sie den Wald erst roden. Denn damals gab es... Bitte. Hey, Tanja. Hey. Wie geht's? Super. Schöne Frau, was läuft denn die ganze Zeit davor? Was läuft die ganze Zeit hinter mir her? Ach, leck mich doch. Wo steckst du denn? Was? Wo? Schämst du dich für mich? Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich ohne dich machen würde. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Komm, lass uns fahren. Den Blären auf! Ich habe 20 Euro in den Automaten gesteckt. Der ist kaputt. Nichts. Da geht nichts. Ich habe kein Benzin mehr. Ich komme keine 3 Kilometer weit. Ganz schön mutig. So allein mitten in der Nacht. Jetzt passen Sie mal auf. Wenn ich den Mann hier anschmeiß. Damit das klar ist. Sie tanken voll und zahlen bar. Das kann jetzt zu Fuß fahren gehen. Bei Kreditkarten nehme ich heute keine mehr.
Also, was ist jetzt? Wo ist tankt oder nicht? Nicht warten, bis Mutter kommt. Jetzt wird nicht gewartet. Jetzt wird gegessen. Du hättest Koch werden sollen. Das wollte ich ja. Schön, dass du da bist. Für ein paar Tage weggefahren. Sie ist nicht weggefahren, sie ist tot. Woher willst du das wissen? Weil es immer so war. Es verschwinden die Frauen und dann. Mutter. Tina. Hallo, Mama. Du bist schon da. Gut siehst du aus. Du auch. Lüg doch nicht. Ich werde jeden Tag hässlicher. Hier riecht's ja wunderbar. Gott, hab ich einen Hunger. Grüß dich, mein Sohn. Und auf der Uni alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Und sonst? Das ist ja schon erzählt. Dann hast du da oben jemanden, der auf dich aufpasst. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie in den Schuppen geht. Wo soll man denn sonst hingehen in diesem Nest? Tja, nicht jeder hat es so gut wie du. In Jena. Heißes Pflaster. Wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Wo war das? Oh, Tina, komm, komm rein. Frau Kühn. Das ist die Kripo. Du weißt. Versuchen Sie sich zu erinnern. Komm, Digga. Bitte. Frau Kühn. Denke ich, die Tür geht auf und sie kommt einfach rein. Bitte, Grete, jetzt nimm mich doch mal zusammen. Es ist doch gar nicht sicher, dass...
Kühn. Wir wollen Ihre Tochter finden. Aber dabei müssen Sie uns helfen. Frau Kühn, bitte. Hat Ihre Tochter irgendwas gesagt, woran Sie sich erinnern können? Jetzt hör doch mal bitte auf, hier rumzurennen und diese blöde Geschirrspülmaschine auszuräumen. Zu wem könnte sie gefahren sein? Und warum? Ja, Entschuldigung. Überlegen Sie bitte. Ja, Kühn. Ja, ich weiß. Ich weiß, ja. Alles ist wichtig. Ich komme, ja. Wir brauchen Ihre Mitarbeit. Ich komme sofort. Die allerkleinste Kleinigkeit könnte schon helfen. Herr Kühn. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie sein könnte. Meine Frau weiß es auch nicht. Wenn wir wüssten, wo sie ist, dann hätten wir sie ja nicht als vermisst gemeldet. Ich muss jetzt ins Altenheim. Es tut mir leid, wirklich. Tut mir leid. Hast du es ihnen gesagt? Was soll ich ihnen gesagt haben? Dass du Tanja vor der Disco gesehen hast? Ich habe sie nicht erkannt, jedenfalls nicht so, dass ich es beschwören könnte. Hast du gewusst, dass Tanja mit vielen Männern ein Verhältnis gehabt hat? Hast du das gewusst? Ist das denn jetzt so wichtig? Und du hast mir nichts gesagt. Die war nicht gesagt. Vergiss es nicht. Danke. Servus. Bitte. Ah. Grüß dich, Dieter. Auch mal wieder im Lande. Grüß dich, Tini. Hallo. Cappuccino? Ja, gern. Ja, das geht. Nein, jetzt geht's mit Kaffee. Das ist das Tja, liebe Kollegin. Jetzt mach aber mal halblang hier, ja? Darf ich? Sie sind mit Tanja befreundet? Ja, sie war meine beste Freundin bis zum Abitur. Ich bin dann nach Jena an die Uni. Aber wir haben oft telefoniert. Haben uns gesehen, so oft es ging. Wo könnte sie sein? Glauben Sie denn, dass sie noch lebt? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht, aber solange ich nicht weiß, dass sie... Entschuldigung. Ja? So. Ja, okay, ich komme. Ich rufe sie an. Hat ihn gefunden? Pfadfinder. Wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. Es gibt ja so manches, was man nicht weiß. Ich habe auf dieser Karte die Fundstellen der Leichenteile markiert. Sie liegen im Umkreis von 15 Kilometern von dieser Disco. Hände und Köpfe waren bei allen Frauen regelrecht professionell vom Körper getrennt.
Ein Chirurg könnte es nicht besser. Tanja Kühn ist das vierte Opfer innerhalb von 2 Jahren. Alle Opfer waren Frauen zwischen 20 und 30 und alle hatten ein Doppelleben. Männergeschichten. 3 der Frauen wurden zuletzt in der Nähe dieser Disco gesehen. Frau Kühn? Soll ich sie aus mir rausschneiden, ja? Soll ich? Dieter Wittmann, der Postbote. Auch er kannte alle 4 Opfer. Wir hatten ihn schon mal hier. Wegen dem Mord an der Lehrerin. Der kannte die Lehrerin. Sie ist ein paar Mal bei seinem Vater, einem Kollegen von ihr, zum Café gewesen. Beide haben an der gleichen Schule unterrichtet. Warum durfte der wieder gehen? Er hatte zur Tatzeit ein Alibi. Dieter Wittmann. 3 Jahre im Gymnasium, guter Schüler, sehr guter Schüler sogar, unauffällig. Und dann plötzlich der totale Absturz. War 2 Jahre in psychiatrischer Behandlung nach dem Tod seiner Schwester. Sie starb an einem Verkehrsunfall. Hallo. Ich habe heute mit Ihrem Bruder gesprochen. Wir waren zusammen auf derselben Schule. Ist doch lustig, oder? Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Sie waren bei Tanjas Mutter. Und Sie? Haben Sie schnell eine Spur? Wir haben jede Menge Hinweise. Bier. Na, Dieter, was machen die Frauen? Hey, Tina. Sie haben jede Menge Hinweise? Und weiter? Wie lange wollen Sie denn noch zuschauen? Wie viel soll er denn noch umbringen, damit was passiert? Wenn jemand 10 Kilometer zu schnell fährt, ja? Der muss zahlen und so jemand, der... Was haben Sie denn? Soll ich Sie nach Hause fahren? Nein. Danke, ich gehe. Was soll denn das? Wollen Sie jetzt allein durch die Nacht gehen? Der Mensch ist gefährlich. Der ist so gefährlich, dass er töten muss. Töten wird. Sie können ja hinter mir herfahren. Er hat gezahlt und ist gegangen. Wohin? Ich weiß es nicht, aber plötzlich verschwindet. Was ist das für Scheiße? Steig ein! Das zweite Opfer mit Sicherheit gekannt. Die hat ganz in seiner Nähe gewohnt, nur ein paar Häuser weg. Vielleicht ist sie in die Abkürzung gegangen. So eine Scheiße!
Spinnst du, dass du nachts alleine auf der Straße rumläufst? Hä? Was ist denn los mit dir? Hast du was getrunken? Wo ist denn dein Auto? Kommst du jetzt her? Ich hab gearbeitet bis jetzt. Bürokram. Hab ich den ganzen Tag nicht zugekommen. Die Polizei war heute bei mir. Ein alter Schulfreund von mir. Was wollten die denn? Ach, die gehen zu jedem, der Tanja gekannt hat. Ich sag dir was, da finden sie den Kerl nie. So wie die sich anstellen. Was will der denn hier? Du kennst auch den alten Wittmann. Den Lehrer? Erinnerst du dich? Vor 8 Jahren wurde seine Tochter überfallen. Ja, das hat ihn damals ziemlich umgehauen, ich erinnere mich. Er wohnt genau gegenüber der Disco. Als ich eben vorbeiging, stand er auf dem Balkon. Er hat mich beobachtet. Unsinn. Seine Tochter ging mit Tanja und mir in eine Klasse. Alle Opfer waren so alt wie wir. Er hat seine Tochter verloren, aber deswegen bringt man noch keinen Menschen um. Nein. Bestimmt nicht. Komm jetzt. Du bist abhängig von ihm. Noch immer. Und du hast Angst vor ihm. Ja, wie ein Kind. Du benimmst dich wie ein Kind. Schlimmer noch. Tina, grüß dich. Siehst aber gut aus. Was? Trinkst du einen Schluck Wein mit uns? Gerne. Euer Vater hat sich für Sonntag angemeldet. Ja, und seitdem ist eure Mutter völlig aus dem Häuschen. Hast du vergessen, wie er dich behandelt hat? Hast du vergessen, wie er Sebastian behandelt hat? Ach, wie hat er mich denn behandelt? Na, wie einen dummen Jungen. Ach, ist doch völliger Quatsch, ich kenne ihn doch gar nicht. Stadler? Ja? Ja, einen Moment. Tina, für dich. Wer denn? Sie hat auf, euch zu streiten. Ja? Du weißt genau, dass dein Vater alles andere als nett ist. Ach, Sie sind es. Ja, doch, ich bin gut nach Hause gekommen. Ich geh ins Bett. Gute Nacht. Ja, danke. Basti. Wahrscheinlich ist er eifersüchtig auf dich. Sagen Sie, kann ich morgen zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Geht das? Natürlich geht das. So gegen Mittag wäre günstig, oder, Hilde? Warum? Bist du krank? Danke. Ich verstehe dich nicht. Und Sebastian verstehe ich schon überhaupt nicht. Wer war das? Dein Schulfreund, der Polizist. Warum ruft denn der dich um die Zeit noch an? Ich werde Sonntag nicht da sein. Pass schon auf dich auf, dass er dir nichts tut, ja? Sag mal, wie viel hast denn du getrunken? Versprich mir, dass du nachts nicht allein in der Gegend rumläufst, ja? Gute Nacht. Und schlaf deinen Rausch aus. Basti? Basti, wo bist du? Willst du die Scherben nicht wegräumen? Und tief ein- und ausatmen.
Und wie lange hast du das schon? Noch nicht lange. Manchmal ist es da und ziemlich heftig. Dann wieder nicht. Manchmal denke ich, ich muss ersticken. Ich hatte das als Kind schon mal ein paar Jahre, dann war es weg. Stress an der Uni? Nicht, dass ich wüsste. Entschuldige bitte. Könntest du hier etwas schreiben? Irgendwas scheint da los zu sein. Es geht den ganzen Tag schon so. Vielleicht haben sie diesen Burschen endlich gefasst. Danke. Ja, also. Organisch scheint alles in Ordnung zu sein, soweit ich das beurteilen kann. Der Magen ist ein bisschen hochgestellt. Weißt du, viel Luft, die auf die Lunge drückt. Dagegen kann ich dir was verschreiben. Und sonst ruh dich doch mal aus. Mach den Kopf frei. Und, was ist? Herr Wittmann, bitte. Guten Tag. Hatte ich davon ihre Mutter wegen wichtig. Ja? Ich mache hier meine Arbeit und ich möchte die alte Frau zu Ende massieren. Und zwar mit der Aufmerksamkeit, die sie verdient hat. Ja? Und solange stören Sie bitte nicht. Sondern warten bitte draußen. Sebastian, was jetzt hören doch hier? Mal bitte zu. Herr Dr. Heid, was ist los, Fräulein Mohr? Herr Dr. Heid wollte seine Mutter besuchen, aber Herr Stadler war mitten in der Massage. Das tut mir leid, wenn ich ihn gestört habe. Aber ich muss zurück in meine Praxis und ich muss mit meiner Mutter sprechen. Ja, bitte, dann gehen Sie rein und sprechen mit ihr, dann wird sie eben nicht massieren. Ja, jetzt sehen Sie zu, dass alle Menschen wieder in ihre Zimmer kommen. Ja, bitte Beeilung. Verdammte Heuchelei. Ich bin dabei, Herr Kühn. Sebastian. War ich sehr schlimm? Tut mir leid. Muss mich wohl entschuldigen. Hm? Du, ich muss mit dir reden. Ja? Ich bin dem Wittmann heute nachgefahren. Was? Und weißt du, wo der hingefahren ist? Genau dorthin, wo sie Tanjas Kopf gefunden haben. Was will er dort? Woher soll ich das wissen? Das macht ihn nicht verrückt. Hm?
gleich zur Polizei gehen. Und was willst du denen sagen? Was ich gesehen habe. Lass uns heute Abend noch mal drüber reden, ja? Ich denke mir mal drüber nach. Okay? Du bist Sebastians Schwester? Ja. Ich bin Tina. Ich bin Barbara. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Wenn du Lust hast, dann... Gern. Ich mag deinen Bruder. Nimmt seine Arbeit ungeheuer ernst. Und er nimmt die alten Menschen ernst. Das finde ich großartig. Und Dr. Hyde, naja. Ach, es geht um irgendeine Erbschaftsangelegenheit. Der belatscht ja seine Mutter schon seit Monaten. Geht ja nicht nur Sebastian auf die Nerven. Ich sollte mal wieder aufräumen. Ich habe die Wohnung vom Altenheim. Ist ganz nett. Und ich habe es nicht weit zur Arbeit. Ich wollte dich jetzt sowas in Jena. Ja, du studierst da. Das hat mir Sebastian erzählt. Magst du Milch, Zucker? Danke. Ich glaube, er mag dich sehr. Ich hätte gern Kunstgeschichte studiert. Und das mache ich auch noch. Aber ich lasse die Dinge eher auf mich zukommen. Man kann sie sowieso nicht ändern. Tanja war deine Freundin. Ich bin gegen die Todesstrafe. Aber so jemand, der sowas tut, der hat sie verdient. Statt lebenslänglich ins Zuchthaus kommt er in die Psychiatrie und wird nach 10 Jahren entlassen. Dann bringt er die Nächste um. Noch wissen wir ja gar nicht, ob er überhaupt jemanden umgebracht hat. Solange sich in der Gesetzgebung nichts ändert, ändert sich nie was, das sage ich dir. Die sind doch alle zu feige. Kriminalpolizei. Was wollen Sie? Ist Ihr Sohn zu Hause? Worum geht's denn? Würde ich ihm gern selber sagen. Hat er wieder was angestellt? Dieter! Dieter! Das sind 2 Herren von der Polizei, die wollen was von dir. Und was? Ich hätte ein paar Fragen. Was denn für Fragen? Ich glaube, wir sollten reingehen. Warum denn? Ich war an dem Abend nicht in der Disco, ich war zu Hause. Da können Sie meinen Vater fragen, der kann Ihnen das bestätigen. Worum geht es denn? Es geht um den letzten Abend, an dem man Tanja Kühn gesehen hat. Da war er hier, das kann ich bestätigen. Er ist so gegen 9 in sein Zimmer hoch, wollte schlafen, es ging ihm nicht so doll. Bitte, genau so war es. Und wie kommt es denn, dass so viele Leute Sie an dem Abend in der Disco gesehen haben? Wer denn? Herr Wittmann, kommen Sie mit aufs Revier. Warum denn? Ich habe Sie nicht umgebracht. Es gibt da noch ein paar Punkte, die ich mit Ihnen klären möchte. Geht es nicht hier? Ja, ich war in der Disco. Warum lügen Sie mich an? Warum lügen Sie Ihren Vater an? Weil er spinnt. Was glauben Sie, was das jedes Mal für ein Kampf ist, wenn ich mal abends weggehen will? Als wäre ich noch ein Kleinkind. Seit meine Schwester tot ist, geht das so. Ist das normal? Das ist nicht normal. Ich hab's satt. Das ist mir einfach zu blöd. Das soll ich jetzt glauben. Ist das wahr? Ich will nicht noch ein Kind verlieren. Sie kommen mit.
bitte dich. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Muss das denn jetzt sein, mitten in der Nacht? Ja, gut, dann komme ich eben. In 10 Minuten bin ich da. Wer war das? Das Altenheim. Was weiß ich. Sonst könnten die nicht mal irgendwas ohne mich erledigen. Es wird nicht lange dauern. Ich beeile mich. Schämst du dich nicht? Was? Wie? Ich hab's doch gerade gesagt. Ich bin bald zurück. Ich weiß nicht, was ich mehr an dir hasse. Dass du lügst oder dass du fremd gehst. Okay, er hat noch nicht gestanden. Aber alles, was er erzählt, ist so voller Widersprüche. Der lügt. Ich meine, außerdem gibt's Indizien. Das ist wie so ein Puzzlespiel. Man muss es Stück für Stück zusammensetzen, bis man den Täter erkennt. Man muss alles berücksichtigen. Und plötzlich passt es. Man fragt sich, warum bin ich darauf nicht früher schon gekommen? Ich meine, gut, wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Entschuldigung. Nein, bitte. Ich meine, danke. Ja. Lass uns einen zusammen trinken. Mhm. Sie dürfen mich dann auch nach Hause bringen, wenn Sie wollen. Obwohl, jetzt muss ich ja keine Angst mehr haben, oder? Zwei Wodka, bitte. Ich kann Sie auch mal in Jena besuchen. Vorsicht. Okay. Erwartet. Niemand. Niemand. Ich fahre mal in die Praxis. Willst du mit? Ja. Warum nicht? Der kommt halt bestimmt nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Der erste Schnee in diesem Jahr. Mhm. Schau. Entschuldigung. Ach, Quatsch. Nach Hause fährst. Mhm. Ist richtig kalt geworden. Ja, dann. Soll ich noch mit reinkommen? Besser nicht. Aber ich besuche dich mal in Jena. Das haben wir doch jetzt verabredet, oder? Haben wir das? Ja. Lass mir Zeit. Es geht nicht so schnell bei mir. Hier hat sich Tanjas Vater wohlgefühlt? Was? Der war doch nie hier. Was? Wieso hat er dir denn diese Wohnung beschafft? Wo bist du denn sonst getrieben? In seinem Büro? Ich muss nach meiner Frau Sommer schauen.
Sie wartet auf mich. Ach komm, lass sie warten. Das geht nicht. Ich habe ihr gesagt, dass ich um 11 Uhr vorbeischaue. Und wenn ich nicht komme, dann... Kommst eben nicht. Jetzt gib mir den Schlüssel. Ich bin Dean und du bist Mien. Verloren ist das Schlüsselin. Oh, du magst mich gar nicht. Wie läufst du denn weg, wenn du mich magst? Du brauchst keine Angst haben. Wenn du mit mir schlafen willst, dann schlaf mit mir. Aber schau mich nicht so an. Du willst das hier ficken? Hm? Sag mal. Ich hab dir was gefragt. Dein Chef dazu, wenn wir zusammen ficken, hm? Sag mal. Ich hab's dir gesagt. Bitte lass mich aufmachen. Ich komme auch wieder, ich verspreche es dir. Wenn ich nicht aufmache. First cry, your brother standing by, and Lord of Loved, beloved.
Ja, man sagt, der Arzt hat zwei natürliche Feinde. Einmal die Gesunden und zum anderen die Kranken. Aber ich habe offenbar drei. Bei mir kommt noch meine Familie dazu. Was habe ich euch eigentlich getan? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich nicht leiden können, aber dass auch ihr dazu gehört. Das ist schade. Ich habe mich riesig gefreut, euch zu sehen. Wir freuen uns genauso. Meinst du das ehrlich? Natürlich. Es ist schön, dass du da bist. Du siehst gut aus. Ach, geht mir auch gut. Ich habe Zeit zu arbeiten. Meine Studenten lieben mich. Auch meine Studentin. Und meine Hände sind immer noch so ruhig, dass mir die meisten Operationen gelingen. Gratuliere. Danke dir, mein Sohn. Danke. Und bei euch? Alles in Ordnung? Seit sie euer kleines Monster gefasst haben, ist ja nun gar nichts mehr los. Schau mich nicht so an, Bettina. Es war ein Witz. Vielleicht hast du witzigerweise mitbekommen, dass dieses Monster meine Freundin ermordet hat. Ach ja, richtig. Tut mir leid. Was macht dein Studium? Ausgezeichnet. Ach, das freut mich. Dann besteht ja wenigstens bei dir die Hoffnung, dass du es zu Ende bringen wirst. Warum bist du eigentlich gekommen? Aus Sehnsucht, Tina. Aus Sehnsucht nach meinen Kindern. Und meiner Frau. Aus Sehnsucht nach meiner Familie. Außerdem, man wird auch noch die Wahrheit sagen dürfen. Hat Sebastian sein Medizinstudium nun abgebrochen oder nicht? Muss das jetzt sein? Ja, hat er recht, ich hab's abgebrochen. Ja, hörst du es, er hat es abgebrochen. Er hat es nicht gepackt. Er war einfach zu unbegabt dafür. Oder vielleicht hast du ihn nur zu sehr verwöhnt. Seine Praxis läuft großartig. Hm. Da hat sich das Geld ja gelohnt, das ich dafür investiert habe. Ich habe es dir zum Teil schon zurückgezahlt. Ja, ich weiß. Ein Drittel. Ich danke dir. Danke dir, danke. Großartig. Ich denke, ich gehe jetzt besser und erlöse euch. Du willst jetzt gehen? Wenn du so viel Zeit hast, dass du während deines Semesters hier rumsitzen kannst, komme ich doch mal in Hamburg besuchen. Ich habe einen sehr charmanten Assistenzarzt. Der ist noch frei. Arschloch. Danke, war schön, euch wiederzusehen. Ich wünsche euch was. Ich wünsche dir auch was. Bleib. Bleib doch wenigstens zum Kaffee. Ich habe mich so gefreut, dass du kommst. Ach ja? Komm. Von mir aus. Wenn eure Mutter es so wünscht, ich gehorche. Basti! Komm sofort zurück! Lass sie doch, Hilde. Warum musst du doch immer so auf ihm herumhacken? Weil er es verdient hat. Und weil du ihn verzogen hast. Du Spitzmaus. Manchmal denke ich, was wir als Kinder erlebt haben. Deshalb bin ich so geworden. Ohne dich hätte ich das nicht überlebt. Warum haben sie sich nicht einfach scheiden lassen? Weil sie sich lieben. Du kannst nicht jeden Mist, den du gemacht hast, auf deine Eltern schieben. Es geht nicht. Ich hasse sie. Weißt du eigentlich, warum ich mich von meinem Freund getrennt habe?
mag ihn. Er ist ein lieber Kerl, aber wenn er mich berührt hat, wurde es mir übel. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Verstehst du das? Ich bekomme keine Luft, wenn er mich anfasst. Ich glaube, ich habe Angst, dass mir jemand zu nahe kommt. Verstehst du? Ja. Und bei dir nicht. Bei dir ist das anders. Sag mal, Babsi hat heute Geburtstag. Wollen wir nicht am Abend mit dir essen gehen? Sie würde sich freuen, wenn du mitkommst. Hat sie das gesagt? Ich gehe jetzt duschen und sag ihr Bescheid. Soll ich dich mitnehmen? Hm? Was ist denn? Kann ich mitkommen? Ich habe noch einen Hausbesuch. Gut. Bis dann. Du bist eine tolle Frau. Was fällt dir erst jetzt auf? Babsi. Entschuldigung, wo kann ich Babsi treffen? Ja, das wüsste ich auch gern. Wie bitte? Sie hätte Frühdienst gehabt, ist aber nicht erschienen. Herr Kühn! Herr Kühn! Tina! Können Sie mir sagen, wo Babsi ist? Wieso ich? Ich dachte, Sie als Anwälter... Ja, also man hat mir gesagt, Fräulein Mohr ist weggefahren, ohne sich abzumelden. Tut mir leid. Mehr weiß ich auch nicht, Tina. Haben Sie schon mal in Fräulein Mohrs Zimmer nachgeschaut? Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Also gestern lief er noch hier. Was meinen Sie, soll ich den Hausmeister benachrichtigen? Nein.
Ich habe leider noch eine Menge zu tun, ja? Wir sehen uns später. Fahren. Ich meine nach Jena, so wollte ich dir sagen. Wann denn? Vielleicht morgen oder übermorgen. Aber dann sehen wir uns ja noch, oder? Bitte. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielleicht hat sie ja keine Lust mehr zu spielen. Zu hängen. Was soll ich denn machen? Fast jeden Abend hängt sie mit der Disco rum. Ich habe das nicht geglaubt von ihr. Ich kenne sie so gar nicht. Naja. Ich werde mit dir reden. Wahrscheinlich schläft sie noch. Ich kann ja mal nachschauen. Nicht nötig, ich bin schon da. Entschuldigung, ich kann aber auch später noch mal wiederkommen. Nein, schon gut. Lass uns ein bisschen vors Haus gehen. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Gut. Und selbst? Kommst du? Diesen Mann? Hä? Was war denn gestern? Nichts. Ich wollte dich noch mal sehen, bevor ich fahre. Das finde ich schön. Eine Pflegerin aus dem Altenheim ist verschwunden. Und du machst dir Sorgen? Nein, warum auch? Ihr habt ja den Mörder.
Nein, wir haben den Mörder nicht. Dieter Wittmann wurde gestern aus der U-Haft entlassen. Na? Wie lange habt ihr denn gestern miteinander getrieben, hä? Wovon redet er? Lass reinkommen, oder will ich sprechen? Was meint er denn? Ich muss zu meiner Mutter. Wenn meine Patienten sich darauf wohlfühlen. Der Fango wird neu gemischt und auf 135 Grad erhitzt und wieder gemischt und wieder erhitzt, bis nichts mehr davon übrig ist. Es kommt natürlich auf die Mischung an. Und du musst alles gut vorher zerkleinern. Ohne Fleischwolf geht es nicht. Schwester, wir kommen gerade von der Party. Sie kann noch keinen Alkohol vertragen. Steh. Ach bitte, und Sie brauchen nicht die Polizei zu holen. Ist wirklich alles in Ordnung. Ach. Ach. Ach.
Streck aus. Los, steig aus! Mutter nicht da? Hat sie nicht gesagt, dass sie heute Nacht bei ihm heim bleibt? Die Nutte? Hä? Ist doch egal, ob das dieser Arschloch oder unser Vater ist. Die kriegt doch zu jedem ins Bett. Egal, wie sie sie behandeln. Die Nutte! Was hast du vor? Der hier jede Nacht anruft. Was? Du trennst dich von dem einen und springst bei dem anderen ins Bett, du Nutte! Du weißt doch genau, warum ich mich von ihm getrennt habe. Thank you.
Ins Haus gehen? Als du vorhin versucht hast, mich anzurufen. Oder wie dein Bruder auf mich reagiert hat, als ich hier war. Und dann dieser merkwürdige Unfall. Da habe ich es endlich kapiert. Was denn? Ich meine, ohne deine Hilfe hätten wir noch viel länger gebraucht bis hierhin. Das war's. Ich hatte einen Unfall. Mein Bruder hat mich nach Hause gebracht. Ich bin in mein Zimmer gegangen und hatte furchtbare Atembeschwerden. Ich hatte irgendwie abgeschlossen. Wir versuchten, die Zimmertür zu öffnen. Er ist in der Spalier hochgestiegen. Schenkte er seine ganze Hilfe, Fürsorge und Zuneigung. Diese wunderbare Zuwendung hatte er schon früh seiner Schwester geschenkt. Ein Herz und eine Seele war er seit ihrer beider Kindheit immer für sie da, wenn sie ihn brauchte, und dies bis zuletzt. Doch obwohl Sebastian wiederum eine Tat der Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft gegenüber seiner geliebten Schwester vollbrachte, fand er dabei durch einen tragischen Unfall den Tod. Gott hat ihn zu sich gerufen. Lasst uns daher Gott danken für diesen wunderbaren Menschen. Ich fahr dann. Du willst mich schon verlassen? Du hast doch deinen Heiden, Mama. Der wird dich trösten. Warum bist du immer so garstig zu mir? Bin ich das? Es tut mir leid. Entschuldige. Pass auf dich auf. Immer nur das Beste gewollt. Das musst du mir glauben. Für uns alle. Auch für dich. Das weiß ich.
Nimmst du mich ein Stück mit? Wohin du willst.